Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wenner 1974, an meiner Seite der großartige MS Standard. Wir sind bei einer weiteren Folge des KC 85 Specials und bis jetzt kann ich noch nichts unterdrücken, stoppen, sonstiges. Ein neues Jahr, ein neues Spiel, ne? Januar 89. Das Spiel wird, wie gesagt, im Hintergrund geladen, denke ich mal. Genau, da ist wieder Raimond Bunsen. Sei gegrüßt, du bist unser Den neuer kennen wir Held. Schon von Matt Breakin hieß es, ne? Mhm. So, komm, geh los. Na, komm. Ja. Ja. Ich möchte gerne eine Taste drücken. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass... Danke. So, jetzt kommt so ein bisschen Musik, so ein bisschen Fiedel, Fiedel. Hast du nicht gesehen? Tarissimo Tarassama. So, jetzt sind wir im Game. Das ist, ja, unser Protagonist, unsere Protagonistin. Wir wissen es nicht. Er, sie, es. Und dann geht's jetzt hier los. Sachen einsammeln. Die Flüssigkeit sollte man nicht einsammeln. Damit geht's los, dass der Raum überflutet wird. Das fängt von unten nach oben an, was Unsinn ist, wenn das Exit hier unten ist. Aber ihr werdet das gleich noch sehen. Dieser Effekt kommt gleich noch. Das ist übrigens der erste Feind. So, komm. Alter. Sehr schön. Ja, und das Ganze ist labyrinthartig aufgebaut. Das heißt, man kann die Räume nachher auch wieder besuchen. Und die hängen irgendwie zusammen. Da unten ist zum Beispiel eine Tür. Die werden wir öffnen können mit dem Schlüssel. Genau, den wir jetzt auch passend eingesammelt haben. Deswegen, das ist... Ja, gut, da kann man heute zurück. Das ist auch schön, dass man zurückgehen kann. So. Unten können wir uns mal spaßhalber angucken. Wir könnten das eigentlich mal riskieren. Da haben wir schon mal ein bisschen da was abgeräumt. So, das Fragezeichen bringt uns irgendein Picture. Mhm. Ich vermute mal, wir müssen alle Teile finden von diesem Picture. Mhm. Ach, Gepi! Boah. Na, bist aber auch wirklich nicht schnell. So. Perfekt. Wieso wurde das mit Sonic verglichen? Ja, die Retro-Gamer hat das ja mit Sonic verglichen. Sonic der DDR. Das Spiel ist zwar kein Jump'n'Run, doch erinnert das Einsammeln von Münzen an die Sega-Spiele. Zitat Ende. Ja, das, was Sonic eigentlich auszeichnet, ist ja natürlich neben dem Jump'n'Run auch die Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, hier nicht ganz so zu finden. Ja, aber guck doch mal, wie schnell Gappy ist. Also wahrscheinlich für KC-85-Verhältnisse ist es wahrscheinlich High Speed. Das mag schon sein. So. Jetzt wird's schon spannender. Wasser. So, wie machen wir das? Erstmal oben abräumen wahrscheinlich. Dann haben wir das schon mal. Da verlängert sich dann natürlich der Weg für diesen Feind. Richtig. Zack, so. Jetzt wird's spannend. Konzentrier dich. Sehr schön. So. Da war irgendwo noch ein zues Tor, ne? Ja. Nach oben und dann glaube ich wieder nach rechts. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall ist noch nichts passiert. Ist ja schon mal gut. So, hier kommen wir hin. Ja, dann durch. Okay. Gut. Also ich finde das Spiel eigentlich so beim Betrachten nicht schlecht. Ich mag solche, ja, diese Knobel-Einsammel-Spiele. Ah! Ja, du wolltest ja nur mal das Wasser zeigen. Das Wasser also, ist hier übrigens tödlich. Wie in den meisten Videospielen. Denn Gepi kann nicht schwimmen. Ne. So, wir haben den Schlüssel, ne? Den haben wir behalten. Du kannst ja schon mal rätseln, was das Bild ist. Ich würde fast sagen, eine Frau. Den Haaransatz haben wir jetzt. So, kriegen wir nächstes. Was ist das denn jetzt? Freileben, oder? Ah! Freileben. Gut. Oder das Picture hat ein bisschen was von Mission Impossible, dass wir das nachher noch sortieren müssen. Dam, 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 dam. ich weiß nicht, ob sie dieses Feature auch noch hier eingebaut haben. So, bis jetzt geht's. Ja. Ja, das hieß Impossible Mission, ne? Ja, ja. Ich wieder bin mit meinen Gedanken. Das ist egal.
Das ist egal. Es gibt übrigens auch ein ganz tolles NES-Spiel von Cobra, übernehmen Sie. Ist großartig. Ist gut. Lizenzspiele sind eh immer meistens riesig. Oh ja. Oh. Da muss im Prinzip nur durchrushen, von rechts nach links, den Schlüssel einsammeln, dann hoch. Ja. Ja, okay. Aber es ist interessant, ich dachte jetzt eigentlich, deswegen habe ich gestutzt, desto mehr Tropfen du aufnimmst, desto schneller wird das voll, aber das Gott sei Dank nicht. Na, wahrscheinlich ist es das schon so, aber es wird nicht so schnell grafisch dargestellt. Vermutlich. Vielleicht, weil die Kiste das nicht kann. Deswegen, hier im Update wäre ich jetzt fällig. So. Ah! Ach, was machst du denn jetzt? Mein Mist. Na, komm. So. Obwohl, da kann ich ja hergehen. Der kann ja gar nicht daher. Aber wahrscheinlich muss ich gleich wieder zurück. Ha. So. Was haben wir da denn? Den Schlüssel haben wir eh nicht, ne? Nein, keine Items. Dann ist relativ einfach, wo wir hin müssen. So. Und dem. Bist du denn jetzt in den Raum reingekommen? Was denn? Achso, weil da jetzt alles zu ist, ne? Ja. Das ist eine der. Ah! Was ist denn? Warum ist der denn nicht weitergegangen? Hat er wieder nicht reagiert? Ja, richtig. So, dann können wir jetzt. Achso, siehst du? Dann sind wir wieder rausgegangen durch die Wand. Ja, warum eigentlich nicht? Der Kopf durch die Wand. Secrets! Das ist nicht schlechte Programmierung, das ist Secrets. Sind wir jetzt auf Ebene 2? Steht ja da. Das finde ich interessant, ne? Ja, warum nicht? So kann man das auch. Wenn das natürlich ein Hinweis wäre, dass wir auf Ebene 2 wären und wir haben noch, uns fehlt irgendein Puzzleteil, wäre das natürlich doof, aber. Stimmt. Was willst du machen? So, wir haben keinen Schlüssel, ne? Nein. Das heißt, dann ist schon mal relativ klar, hier geht's nicht weiter. Da ist das Puzzleteil. Gut, kommst du von da aus nicht dran? Ja, ja. Muss ich über sowas machen. So, zack. Wum. Obwohl doch, jetzt kann ich durch irgendeine Tür, ne? Nee, kann ich nicht. Ja, doch, wenn du zurückgehst, aber dann, das bringt uns hier jetzt erstmal nicht weiter. Vielleicht kommen wir natürlich, wenn wir jetzt rumgehen, von unten dann dran. Da kommen wir, Moment mal, durch die Tür, da fehlt uns trotzdem noch ein Schlüssel. Für die nächste Tür. Problem. Problem. Das heißt, was ist denn, wenn ich dahin gehe? Ah, sieht besser aus, glaube ich. So, nächster Schlüssel. Auch hier wieder sehr gutes Level-Design. Ja. Das hat ja der gute Raimo ja schon bei seinem Matt Breaking gehabt. Da waren wir ja begeistert von. Ich sehe schon, wir wären Fan von ihm. Ja, ich denke auch. Also den wird es ja wahrscheinlich noch geben. Ne? Ja, natürlich. Vielleicht sieht er das hier, vielleicht weiß jemand, was mit dem ist. Schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich schon interessieren. Vielleicht arbeitet er mittlerweile auch irgendwo als ja, Programmierer in einer großen Firma bei EA. Siehst du, jetzt passt das auch hier. Jetzt genau können wir in Level 2 und jetzt ist das Bild auch abgeräumt. Jetzt frage ich mich nur allerdings. So, du meinst jetzt. Obwohl, klar, wir können ja so raus und dann wieder hier runter. Und dann sind wir in Ebene 2. Wenn du jetzt da durchgehst, meinst du dann Ebene 2? Ja, das ist natürlich möglich. Klar, und dann kannst du die Tür da unten aufmachen. Genau, weil dann haben wir nämlich, dann passt das nämlich genau, dann haben wir dieses Puzzleteil nämlich komplett. Oh. Aber das ist machbar. Das ist machbar. Die Münzen musst du im Prinzip ja auch nur einsammeln. Ah, oh, non-freileben. Für extra Leben. Ich wollte gerade sagen, dass sie keinen Wert haben, die Münzen. So. Es wird nicht gierig. Ja, ich sollte es lassen. Du hörst aber auch nicht auf mich. So.
Ja, unten oder links? Unten oder rechts? Okay, da erstmal nach unten. Also gucken, wenn wir schon mal da stehen, dann muss ich schon mal einen Schlüssel schnappen. Ob wir das schaffen, war nicht, oder? Bei der Steuerung. Nee, das ist wahrscheinlich auf... Na, da bin ich eins zu weit gegangen, das ist doof. Das war nicht gut. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du wahrscheinlich nur wirklich von der anderen Seite. No. Auch nicht gut. Nee. Vor allem, das kürzt das ganz schnell ab. Boah, was ist denn das für eine Kombination? Ja, vermutlich, weil du die Münzen da oben eingesammelt hast. Dadurch hast du jetzt den Weg verzögert, vergrößert, verkleinert, wie auch immer. Dann drehe mich mal auf den letzten Vogel. Sollte das passen? Sehr schön. Oh. Das heißt, ja, wie geht das denn? Das ist aber fies. Auf einmal zieht der Schwierigkeitsgrad an. Ne? Okay, nach oben. So ist keine Panik. Achso, der geht dann auch tot. Ist ja praktisch. Aha. Der geht dann auch tot. Schlüssel haben. So. Räumen wir erstmal hier alles ab. Jetzt sich der Raimo wieder verewigt. R. Punkt. Hm. So, wo sind wir da? Da geht's nicht weiter. Fackgasse. Also geht's wahrscheinlich hier weiter. Richtig, tut es auch. Schwierig aus. Obwohl, nee, das schaffst du. Einfach an dem vorbei. In Anführungsstrichen einfach. Gut. Gott. Abräumen. Ah. Dann sind wir da. Einmal einen Schlüssel und ein weiteres Puzzleteil. Erste Levelteile in der Ebene. So, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen zurück. Ja, gut. Das letzte Leben. Spannung. Dann kommen wir hier jetzt hin. Ja. Du mich auch. Du mich zweimal mehr, ey. Müssen wir denn da den Weg jetzt zurück? Ja, ist ja sonst hast du ja keinen mehr. Und da rechts in der Mitte, da ging es nirgendwo mehr hin. Da. Dann bist du wieder hier. Okay. Ah! Nein! Was machst du? Mist! Ah, sind die Nerven. Sind die Nerven. Haben die der Nerven Druck. Versagt. Aber auf jeden Fall wäre das sicherlich ein Game, das könnte man länger zocken. Also mir gefällt's, absolut. Also das ist echt klasse. Das ist wirklich was, wo man sagen kann, ne, ohne jetzt viel Tara, und wenn du das Ding natürlich auswendig kannst, und vielleicht kann man ja mit diesem Emulator auch Safe State setzen, dann kann man das sogar direkt wirklich sogar durchzocken. Ne? Sollten wir uns vielleicht mal dran setzen. Ja. Ist auf jeden Fall eine Komplettlösung. Nur für den Fall der Fälle natürlich. Ja, obwohl, wenn du wirklich eigentlich alles überall rumsaves, ne, dann gibt's ja noch immer einen Weg. Sei denn, du kannst irgendwie noch mit den Schlüsseln Scheiße machen, ne? Ja, das wäre, glaube ich, sogar ganz am Anfang möglich gewesen. Dass du dich dazu baust. Dead Ends. War damals beliebt. Ja, auch damals. Damals. Ja, gut. Da gab's ein langes Dead End. Und Greetings to Zipfel. Genau. Grüße ja. Auch Antje und Antje. Dem Zipfelklatscher und überhaupt. Und U2. Da freut sich Bono. Ja, an meiner Seite der großartige MS Standard. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das war eine weitere Folge aus dem KC 85 Special. Ich denke, das eine oder andere kommt da noch und dann wird das. Und Mücke ist auch dabei. The Smiths, Simple Minds.
Wenn ihr alles ja, grüßt. Ja, da weiß man, was die damals alles gehört haben. Das durften die gar nicht. Ja, und jetzt gucken wir noch und wir grüßen noch Modern Talking. You're my heart. You're my soul. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.